Oh, oh, willkommen zurück zu Let's Play Dishonored, die Maske des Zorns, ja. Wir sind ja letztens wieder zurückgekommen mit Sokolov, dem Arzt des Lordregenten. Und Kupferdraht, das ist super. Nun, eigentlich bin ich Naturphilosoph, aber heute sehen Sie mich als bescheidenen Handwerker. Bereit zu helfen. Ja, dann helfen wir mal. Los. So. Verbesserung. Wir haben noch so einen Bauplan gehabt. Bolzenkapazität. Ja. Artefaktkapazität. Ja, auf jeden Fall. Ja, ansonsten ist er ja erstmal nicht so. Ja gut, dann sparen wir erstmal. Ja, so, liegt hier mittlerweile mal neuer Scheiß rum. Tatsache, hier liegt Dose mit geköpft. Oh, warte mal. Wir sind angeschlagen. Aber wir legen uns ja gleich hin. Also war es auch eher sinnlos. Na gut, legen wir uns erstmal hin. Bevor wir hier durch die Welt gucken. Was immer sie tun, ja. Oh. Oh, ja, ja. Aber fällt mir gerade auf, auch wenn. Lydia? Bleib doch mal stehen, du bist geil. La di da, di da, di da, la di da, di da, la di da, di da, di da, 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 la di da, da, da. Das war ein sehr informatives Gespräch. Also ich wurde jetzt an Wissen bereichert. Grandios. Alter, scheiß die Wand an. Wo kommen wir denn hier hin? Naja gut, das gucken wir, glaube ich, erstmal an. Das gucken wir uns an, wenn ich gepennt habe. Beziehungsweise hier. Hier immer wieder was liegt. War mal cool. Zeit zum Ausruhen. So, Hound Pits Park. Ich finde es sehr angenehm, dass die Ladezeiten hier sehr, sehr, sehr kurz sind. Du hast lustige Gesichter im Schlaf gemacht. Ich habe beschlossen, hier bei dir zu schlafen, während Callista gebadet hat. Sie sagt, dass ich bei Ärger immer hierher kommen soll. Du kannst natürlich gern hier bleiben. Callista holt mich, wenn sie aus dem Bad kommt. Danke, Corvo. Es geht mir schon besser. Das ist aber schön. Ganz ehrlich, wäre ich ein Junge und Single, dann würde ich die mir auf jeden Fall krallen. Die ist auf jeden Fall niedlich. Aber ich bin weder noch jung, noch bin ich Single. Und das ist doch gut so, zumindest, dass ich nicht Single bin. Dass ich langsam alt werde, ist natürlich noch eine andere Geschichte. Warum höre ich die Nachrichten aus den feindlichen Gebieten? Ist ja uncool. Naja. Da, wie sich die Ränder leicht verdunkeln. Nice. Ah, okay. Ja. Erz. Nein, hier ist nichts. Da wir ja mehr Knochenartefakte nehmen können. Muss ich jetzt mal gucken. Okay, machen wir mal was. Fallen nach Stern, erfolgreicher Falkenangriff.
Weil Mana ist ja immer so eine Sache. Was ist denn das hier? Erz. Nochmal ein Buch. Oh, ein Ofen. Der ist sogar warm. Eieiei. Erstmal die Eier reinhalten, ne? Oh ja, auf jeden Fall. Und so. Ist das Emilys Zimmer? Eigentlich. Sieht fast so aus. Sind die einsam? Oh Gott, ich habe mir Steam nicht offline gestellt. Oh je. Yeah. Ah, aber den nächsten Kommentar verkneife ich mir mal lieber. aus gutem Grunde. Und ja. Da geht's aber noch weiter hoch. Ich will da hoch. Andererseits gut. Jetzt sind wir erstmal müssen wir jetzt nicht hoch. Boah, ich bin sicher, dass da irgendwas Cooles ist. Naja. Gut, jetzt sind wir die Hälfte des Parts. Haben wir ja immer noch nichts gemacht hier. Nur doof gelabert und das da von der geilen Haus. Von der geilen Lydia hier empfangen. Ja. Und, ja. War ja noch nicht so produktiv. So. Du machst Ordnung. Ach, du bist eine Frau. Oh Gott. Das wusste ich nicht. Wie immer trotzdem immer wieder Zeug liegt. Es lohnt sich ja dann doch noch mal ein paar Mal hier reinzuschneien. Bücher, was soll ich denn mit Büchern hier? Werden auf unbestimmte Zeit verschoben. Bis dahin überquert jeder Bürger sie auf eigene Gefahr. Das ist auch eine geile Ansage. So. Ich weiß, wie das aussieht. Ich erfinde ein neues Schloss. Die Stifte sehen aus wie Schneeflocken. Natürlich gibt es kein Schneeflockenschloss. Ich habe nur geschaut. Durch das Schloss. Sie darf es niemals erfahren. Ich weiß, Sie sind ein Ehrenmann und Sie können mich jederzeit... Darf ich da auch mal durchgucken? Aus beiden Gründen. Ich will da auch mal durchgucken, jetzt verpiss dich. Das bleibt unter uns, weil ich will da jetzt auch mal reingucken. Ich will die Olle nackt beim Bams. Oh Gott. So, kann ich da jetzt auch reinspinzeln? Geil. Ja, jetzt kommen wir noch ein bisschen aus dem Wasser. Oh mein Gott. Umgehend bestraft wird. Zeigen Sie Ihren Stolz. Was so passiert, wenn ich da jetzt einfach reingehe? Die zeitlose Schönheit unserer herrlichen Stadt. Soll ich da mal einfach reingehen? Können Sie nicht sehen, dass ich ein Bad nehmen will? Schon in Ordnung, ein Versehen. In einem so vollen Haus ist es schwer, Privatsphäre zu wahren, nicht wahr? Ja, tut mir leid, ich bin auch gleich wieder weg. Ich wollte nur das Zeug hier haben. Und die Toilette schließen, meine Güte. Soll ich mit reinkommen? Okay, machen wir die Tür wieder zu. Dann ist sie wieder alleine. So, dann gehen wir mal. Bin ich denn jetzt hier? Ah, jetzt bin ich wieder mittelmäßig verwirrt. Egal. Springen wir einfach hier raus. So, da steht wieder meine männliche Ex. Hoffentlich kooperiert Sokolov. Ja. Ich hoffe, er würde noch einmal mein Porträt malen. Kaiserlicher Arzt, ich glaube, Sie kennen Corbo noch aus früheren Zeiten. Allerdings weiß er, was Loyalität bedeutet. Ich bin mir selbst loyal. Ihr jedoch verkehrt mit dem meistgesuchten Mann des Kaiserreiches. Ich glaube, Corvo hat mit dem Tod der Kaiserin nichts zu tun. Der Meisterspion, oder der Lordregent, wie er sich jetzt nennt, ist ein skrupelloser Tyrann, der diese Stadt zerstören will.
das Herz des Kaiserreichs. Sie irren, wenn Sie glauben, ich wäre ein Freund des Lordregenten. Sie sind Teil dieser Unruhen, doch ich weiß, dass Sie Ihre Gründe haben. Ja, in der Tat. Alles, was wir brauchen, ist der Name der Geliebten des Lordregenten. Mehr nicht. Den werde ich Ihnen nicht verraten. Sie müssen die Worte schon aus mir rauszwingen, doch ich warne Sie, meine Willenskraft ist legendär. Ah. Tut mir leid, Sokolov. Nein, keine Ratten. Stopp, aufhören. Ich sag Ihnen alles, was Sie wissen wollen. Aha. Ich bin verpflichtet, Dunwalls größtes Genie zu retten. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich Sie weder sehen noch Ihren ganzen Namen hören durfte. Sie nannte sich selbst Lady Boyle, verstehen Sie? Ich habe Ihre Rückenansicht gemalt und selbst die ist bezaubernd. Aber ich weiß nicht, welche Beul es ist. Sie sollte mir heute Abend auf einem Maskenball zu ihren Ehren vorgestellt werden. Ein Termin, den ich jetzt wohl verpasse. Ein Maskenball im Hause Boyle? Heute Abend? Das passt hervorragend, Corvo. Aber die Boyles sind reich und skrupellos. Also wird ihr Haus gut bewacht sein. Natürlich haben sie schon eine Maske. Nicht wahr, Corvo? Ja, sie werden sich unter sie mischen, wenn sie einmal im Haus sind. Sie müssen herausfinden, welche der Boyle-Damen es ist und sie dann irgendwie eliminieren. Wir sind fast am Ziel, Corvo. Wenn Sie das heute schaffen, können wir den Lordregenten selbst besiegen und Emily auf den Thron setzen. Mögen ihn günstige Winde wehen. Mögen günstige Winde wehen. Oh ja. Ja, natürlich. Nur ist meine Maske auch ganz seriös für den Maskenball. Also. So ein mechanischer Totenkopf ist natürlich ja, richtig unauffällig. Normalste auf der Welt. Ach ja, Leute. So, der Ball, genau. Der Part ist fast rum. Aber ein bisschen Zeit nehmen wir uns noch. Geht's denn hier raus? Ach hier. Natürlich ich gleich. Sind Sie zur Feier der Boyles unterwegs? Ich habe nur eine kleine Bitte an Sie. Geben Sie bitte Lord Shaw diese Nachricht. Sie erkennen ihn, ein eher grober Mann in einer Wolfsmaske. Und er sucht wohl nach mir. Pendletons Notiz, optional. Bringe eine Notiz zu Lord Shaw. Ja, klar. Alter, ist nicht, dass der Typ noch aussieht wie meine Ex, sondern... Ich wusste, dass... So war noch in dem Zustand ist, wie meine Ex, so sie mich verlassen hat. Oder ich sie, oder keine Ahnung, das weiß ich eigentlich immer noch nicht so. Aber naja, gut. Immer schön reinkippen, immer noch einen Schluck reinsetzen. Solange man noch so betrunken ist, dass man laufen kann. Was? Aber natürlich. Haben Sie Piraten gesehen? Welche versenkt? Selbstverständlich. Dutzende, oh ja. Aber das ist nichts für junge Mädchen. Aber ich werde Kaiserin werden, oder? Dann muss ich selbst viele feindliche Schiffe versenken. Das machen Kaiserinnen doch, oder? Gewiss. Ich wusste es. Ich habe gelesen, dass Piraten Hexen an Bord haben, die Stürme beschwören und Wale befehligen können. Stimmt das? Ja. Nun, größtenteils. Lassen wir das jetzt. Na gut. Ah, okay. So, und wir haben mitbekommen, dass diese Stadt hier, Repräsentant des Kaiserreiches ist. Also, will ich eigentlich gar nicht wissen, wie das restliche Kaiserreich aussieht. Na egal. So, ja, wir fahren noch mit Samuel. Der Boyles, wie? Los. Eine spaßige Sache, aber nicht für jeden. Bereit? Oh, ich warte noch. Ja, okay. Los, bringen uns rüber. Oh, habe ich eine schöne Maske. Die Maske finde ich cool. Ja. Ich glaube, ich muss meinen Beruf wechseln. Ich werde auch Auftragskiller und Spion und so. Oh, das war sehr einladend. Ja. Meine Güte, der Lordregent legt sich für die Boyles ins Zeug. Dachte nicht, dass hier heute Tallboys patrouillieren. Pass auf, Corvo. Die verstehen keinen Spaß. Was, Tallboys? Die gute Nachricht, wenn sie es auf die Feier geschafft haben, werden sie dank ihrer Maske gar nicht auffallen. Genieß den Abend mit Menschen von wahrem Format. Wer
Besser ihr als ich. Ey, wie die einfach eiskalt da Menschen abballern, ey. Ah, da sind diese komischen Tallboys. Ja, wie du legst jetzt hier einfach an und dann war's das, den Rest soll ich hier selber machen. Ich hätte mich gern nach da oben hin. Geht das? Ah ja, das Herz, warte mal, das Herz. Da hinten ist eine Rune und da oben Artefakte und auch Rune. Die Frage, wie komme ich denn da hoch? Ah, da drüben. Ja gut, dann machen wir hier direkt... Boah, Alter, das sieht aber auch geil aus, ey. Aber nice. Ja gut, machen wir im nächsten Part hier weiter. Dann machen wir erstmal Runen und Knochenartefaktjagd und machen diese Torschwuchteln da mal fertig. Und ja, auf ihr seid mit dabei, wenn sie da heißt, Let's Play Dishonored, die Maske des Zorns. Mit mir, dem Steve. Au revoir.